Ja, jetzt, gut, okay. Ja, ich muss noch ein kleines Ding nachlegen hier, ja. Also, ich habe mal was geschrieben hier. Bei Frank Bienenstein ist es so gelaufen. Als er die Hilfe annahm, ist er zwangsweise laut geworden, da er sich nicht vorstellen konnte, dass ihm geholfen wird. Punkt. Des Weiteren ist er auch mutiger geworden und hat dadurch auch nicht leise bleiben können, ja, weil er von seiner Krankheit ADHS zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, ja, also unmöglich für mich leise zu sein, ja, erst jetzt könnte er leise sein, wenn man ihn dort wohnen lässt, wo er wohnt, ja. Denn, ach, was habe ich denn hier geschrieben? Wo er wohnt? Denn keiner konnte ihm sagen, dass er an ADHS leidet. Denn das hat er ja ganz alleine raus. Das stimmt ja auch. Ja, ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich habe ADHS. Ja. Dann hat er ganz alleine rausgefunden und da war es zu spät, wie immer. Ja? Da war es schon zu spät. Also die Hausverwaltung hat mir dann eine ordentliche Kündigung, ja, von der keiner was wusste, weder Ecke noch mein damaliger Einzelverhelfer. Ja? Der wusste davon auch nichts. Normalerweise ist die dann unwirksam, aber wie ihr seht, die haben es ja auf einem anderen Weg dann nicht noch geschafft, mich hier loszuwerden. Ja? Okay, das macht nichts, sag ich mal, ja, aber das kann ja auch, wie soll ich sagen, also ich wär schon zufrieden, weil mir wird ja auch immer wieder gesagt, wir haben ja Mitschuld. Ja, aber was nützt mir das? Ja, das nützt mir leider ja nicht, wie ihr seht, ja, ich muss hier umziehen, ja, und ganz ehrlich, das gefällt mir nicht, ja, mir wäre, habe ich auch zu meinem Einzelverhelfer vorhin gesagt, ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie, was ein Erfolg wäre? Wenn Sie jetzt sagen würden, ich kann hier wohnen bleiben, das wäre ein Erfolg. Aber alles andere, was Sie bisher angerichtet haben, war nur Scheiße, mein. Ja? Ja, weil warum habe ich die Hilfe angenommen? Naja, um hier wohnen zu bleiben. Nicht? Ja, aber was machen die? Ja, die bringen mich ständig auf 180, so dass ich nicht leise sein kann. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass ich ADHS hatte. Ja, und so weiter. Und setzen mich unter Druck. Das ist so geil. Naja, ich bin mal gespannt. Ich werde diesen Vorschlag mal machen. Ja, warum mache ich den? Naja, weil ich immer zu kommen, ich will Frieden haben. Ja, mit jedem. Da ist mir jedes Mittel recht. Aber natürlich muss ich zuerst Frieden mit mir haben. Den habe ich Gott sei Dank. Weil, warum? Naja, das ist auch nicht der Ehrenverdienst. Das ist alleine mein Verdienst. Dass ich meinen Frieden zurückhabe, haben nicht meine Helfer für gesorgt. Dafür habe ich selber gesorgt. Kein anderer. Ja? Und die stellen, ich muss hier, der ist hier beleidigt, dies und jenes. Mann, ey, lieber Helfer, sagen Sie mal, was ist denn bei Ihnen los? Sie können ja nicht immer sich ständig widersprechen. Einmal geben Sie mir recht und sagen, ja, es tut mir laufen. Ja? Auf der anderen Seite sagen Sie, Sie übernehmen ja Verantwortung. Ja, Mann, Sie können keine Verantwortung übernehmen. Sie nicht. Sie können ja noch nicht mal für sich selbst Verantwortung übernehmen, wie ich merke. Ja? Wie wollen Sie dafür irgendjemand anders Verantwortung übernehmen? Mein Gott, ja, mit so einer Sache muss ich mich abgeben, ja? Der fühlt sich dann auch noch beleidigt. Ja? Wenn ich sage, wo haben Sie mir geholfen? Das ist doch geil, ja. Ich nehme, im Gegenteil, ich muss mal Danke sagen, dass ich meine Wohnung verliere. Ich soll jetzt noch mich freuen darüber, dass ich raus muss hier. Haben die einen Schaden? Ja, haben die, aber ich nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, also ich muss hier mit allem rechnen, ja, weil es liegt ja nicht in meiner Hand. Ja, das, was in meiner Hand liegt, das tue ich.
Wie man sehen kann, wenn man das sehen möchte, nur will das keiner sehen. Warum nicht? Naja, weiß ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung. Ich frage mich das auch immer wieder. Dabei erledigt es Ihnen ja vor. Und wie gesagt, lieber Herr Einzelverhelfer, wenn Sie ein Problem mit mir haben, dann doch nur, weil Sie in Ihr Spiegelbild kicken, wenn ich mit Ihnen rede. Okay, schöner Schlusssatz.